Halte durch, ich komme! Ja. Hätte nur Sandhüpfe gesehen. Das Fiasko erledigt. Drei Stück. Ja, ich hätte gedacht, es werden nicht so viele sein. Das ist ja. Rutscht ja immer so weit weg hier. Was soll denn das? Wenn man schlafen gehen soll, damit man das auch sieht hier. Da ist so dunkel. Das ist aber keine Gargoyles. Und du, wo bist du? Naja, ist nicht richtig. Wieder ein nach dem anderen, kein Killen. Der übliche ist halt. So. Da speichern wir mal. Ich glaube, da oben rechts steht schon direkt der nächste Gargoyle. Bin mir nicht sicher. Kann auch eine Pflanze sein. Nein, das ist ein Gargoyle. Bin sofort bei dir. Ja, da war ein bisschen mies drauf. Da hast du dich gerechnet. Ah, kein Wunder. Schließlich killen wir ihn. So, da ist schon mal ein Nest. Wie, nur 2 von 3. Ich deck deinen Rücken. Knall die ab. Praktischer als mir das mit dem Rücken zu decken. So, Gargoyle, kommst du auch? Muss ich noch eben besiegen und dann deine Eier da holen. Ist ja gar nicht, was wir mit Eiern noch wollen, aber. Eier direkt, wie sie halt haben. Das Vieh hast du erledigt. Na, eigentlich hast du es erledigt, aber. Ja, ja, schon gut. Letzte Ei. Und dann wieder zum Schiff. Eldrick, ich bin wieder 2 Quests abzugeben. War schön fleißig. Ich denke, das ist jetzt noch was, so. Hier, die Eierdiebe. Nein, die Eier der Insel der Diebe, natürlich. Gut gemacht. Ich denke, selbst die Gnome werden mir dabei pflichten. Wer weiß, ich traue den kleinen Kerlen so einiges zu. Wahrscheinlich hätten sie daraus Suppe gemacht. Oder Omelette. Mag sein. Aber mir ist es lieber so, wie es jetzt ist. Ja, wow. So ein Gargoyle-Omelette wäre bestimmt auch toll gewesen. Die Gnome sind die Gargoyles los. Wie hört sich das an? Puh. Sehr beruhigend. Gute Arbeit. Die Insel der Diebe ist sauber. Naja, für Gnom-Verhältnisse jedenfalls. Die kleinen Kerle würden dir sehr dankbar sein, wenn sie das wüssten. Okay. Was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. 2 von 6 haben wir bisher. Kaldera. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Gucken wir mal, ob bei Kaldera tatsächlich auch welche sind. Am Strand vielleicht. Aber wirklich viel Platz haben die da ja nicht.
Wenn wir nicht immer diese ewigen Ladezeiten wären. Hätte man sehr viel mehr Spielspaß. Weniger Lebenszeit verschwendet, die man wartet. Da freue ich mich schon auf eine PlayStation 5. Wenn ich den mal eine ergatter. Wobei ich den ja nicht nachsuche. Für dieses Jahr ist das im Budget nicht mehr drin. Durch die Konsole von Analog. Das war quasi meine PlayStation 5. Mega SG und der Super SF. Okay, sehe ich nichts mehr erzählen. Was sagst du zu diesem Fleckchen Erde? Nein. Die Gargoyles werden wohl kaum in eine Stadt voller Menschen gehen, um sich zu vermehren. Ich glaube, Caldera können wir getrost von der Liste streichen. Okay, schon passiert. Ah, zählt aber trotzdem. Okay, cool. Na gut. Dann haben wir das zumindest mal die Gewissheit. Speichern nochmal. Petit. Wo sehen wir jetzt hin? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Also Caldera haben wir, Insel der Diebe haben wir, Tagarigo haben wir. So, das haben wir auch, aber es zählt ja nicht. Antigua war auch schon, zählt also auch nicht. Ne, Tagarigo hatten wir gar nicht. Wir hätten die Schwertküste. Aber Tagarigo haben wir gar nicht gemacht. Da müssen wir noch hin. Ganz vergessen. Weil da waren wir ja und dann war ich schon weg. Dann fiel mir erst ein von wegen, aha, da hätten wir auch hingemusst. Also, schnell. Ja, mit Hilfe der Seekarte kannst du von Insel zu Insel reisen. Das haben wir schon so gerade rausgefunden. Danke für den Tipp. Brauchen auf jeden Fall ein Bett. Viel zu dunkel. Mal gucken, ob sie was zu erzählen hat. Vielleicht triggert ja irgendwas, irgendeine Quest. Hier ist Takarigua. So, das ist doch auch wieder so ein Unterschlupf der Piraten, oder? Gibt das irgendetwas, was du nicht weißt? Ich weiß nicht, wo sich die Gargoyles auf dieser Insel verstecken. Kennst du hier einen der Piraten? Ich kenne Boos. Der ist die ganze Zeit über hier gewesen. Dann wird er wissen, ob die fliegenden Biester hier sind. Ich werde ihn danach fragen. Jupp. Komm, wir gehen wieder auf Gargoyle-Jagd. Komm mit. Zu Befehl. Boos. Ich muss mal dringend mit dir reden. Das ist immer noch ein Spiegel. Hast du hier fliegende Unholde vorbeiziehen sehen? Fliegende was? Ich suche einen Trupp Gargoyles. Alles spricht dafür, dass sie versuchen werden, sich auf der Karigua niederzulassen. Gargoyles? Sag das doch gleich. Die waren hier, die Mistviecher. Was denn? Hier in deiner Kaschemme? Nein, aber sie wüteten in meinen Vorräten herum. In meinen Vorräten, verstehst du? Hab ihnen ein paar auf den Arsch gebraten, dass es nur so brummt. Getötet hast du sie aber nicht, oder?
Sie haben sich ins Hinterland verzogen. Ich habe auch so eine Ahnung, wohin. Aber warum interessiert dich das überhaupt? Sagen wir, ich will Ihnen einen Besuch abstatten. Deine Besuche kenne ich. Pass auf, ich zeig's dir auf der Karte. Danke. Keine Ursache. Misch die Biester mal ordentlich auf. Glaub, ich kaufe jetzt den Handspiegel. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Kauf mal ein bisschen Schrott. So. Na, ich wollte eigentlich die alle verkaufen. Egal. Nee, Bomben können wir ja theoretisch noch benutzen. Oh, aber alles, was hier jetzt so viel ist. Kommt jetzt mal ein bisschen weg. Kann ich auch von den Ringen auch nur eintragen. Also wie von der Kette. Die Fackeln lassen wir mal. Die ganzen Tränke hier lasse ich auch. Die Pflanzen weiß man nie so genau. Schwertrolline kann man öfter gebrauchen. Das ist genauso. Das sind ja so Sachen, die können wir theoretisch mal noch verwenden. Das war mal ein paar. Muss ich auch mal hier verwerten. Proviant. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Die definitiv. Leuchtkugeln, glaube ich, die können alle weg. Ritual verwendet. Das steht sogar Zutat für Voodoo. Ah ja, guck mal, steht sogar dabei. Ob man die braucht oder nicht. Das ist Zähne weg. Ja, die brauchen wir für Voodoo. Die brauchen wir nicht für Voodoo. Brauchen wir für Voodoo. Können auch weg. Ja, schwarze Perle haben wir schon mal gebraucht. Diamanten. Nee, braucht man eigentlich nicht. Haben wir mal richtig Kohle hier. Von allen will ich aber eins behalten. Aber wissen wir hier, bei Boost haben wir den ganzen Kram verkauft. Weil die Idole, weiß ich ja nicht, wo man die noch gebraucht. So, 13.000 Gold haben wir. Können wir jetzt auch den Handspiegel kaufen. Habe ich die Quest dann auch mal zu Ende gemacht. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Weil jetzt kann ich ja den ganzen Kram hier unter zurückkaufen, könnte ich den wieder kriegen. Wenn ich ihn brauche. So, aber ich muss ja nicht hier die Tasche mit rumschleppen. Und dann auch kein Gold haben für
für diese Sachen, die man bei den Händler kaufen kann, zu vervollständigen. War gerade irgendwo was? Da in der Kiste. Oder halt eben. Hey. Für einen guten Rum braucht man Geduld und Ruhe. Ey, ich will das Bett haben. Kann nicht wahr sein. Liegt ja im Bett da drin. Das wollte ich auch haben. Hier war auch noch ein Bett, oder? Ja. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Toll. Raus! Mach, dass du wegkommst! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Nerv nicht, Mann. Halbzeit. Grüppst du da, volle Möhre, ey. So. Mach, dass du wegkommst. Er will ja schon weg. Achso, wir wollen mit Eldrick sprechen. Das wollen wir noch machen. Was der jetzt dazu sagt, oder kann ich ihn direkt killen? Buß hat mir einen Tipp gegeben. Er glaubt zu wissen, wo sich die Gargoyles verstecken. Na dann hoffen wir, dass der Tipp etwas taugt. Erledige die fliegenden Unholde, bevor sie Junge kriegen. Okay. Gibt aber leider nicht noch Ruhm. Da oben. Komme ich denn da hin? Hinten da bei den Wasserträgern. Das sind. Kann sein. Fahr jetzt mal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Bin da bestimmt schon gewesen, aber. Anni weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Könnte richtig sein, der Weg. Muss aber nicht. Hey, ihr solltet Wasser tragen. Und dafür habe ich jetzt die ganze Zeit gestritten? Faules Lumpenpack hier. Da hinten, ne? Mal wieder so ein Sandteufel gespawnt. Soll ich mal gelootet haben? Nee, doch hier. Das kann nicht da hinten. Ich dachte, das ist ja nur da hinten. Das ist hier irgendwo. Da ist noch schnell Gargoyle. Halte durch, ich komme! Alles erledigt. Also, das ist die erste Welle. Gargoyle, Attacke. Hauptsache, die müssen nicht immer einen wegstecken. Wenn ich sie angreife. So. Ah ja, war schon mal. Ich wollte immer noch hier Proviant zubereitet haben. Immer noch nicht gemacht. So, letzter Gargoyle, wo bist du?